Ich möchte Sie herzlich begrüßen zum Gespräch. Wir waren schon fleißig. Zwei Klassen der HLFS St. Florian sind heute in der Früh gekommen, um hier am Themenpark Landleben Strudengau mitzuarbeiten. Bei der Beschreibung, bei der Beschilderung, die fachliche Begleitung sozusagen. Ich darf vielleicht die anwesenden Personen kurz vorstellen. Ich fange also ganz links vorne an bei den Damen, die zwei Fachlehrerinnen, die Frau Dagmar Thaller und die Frau Clara Breitwieser mit ihrem Kollegen Hannes Hohensinner. Ihr begleitet also die beiden Klassen. Dann haben wir zwei Schüler, die Frau Anja König und der Herr Ulrich Widi. Weiter geht es mit der Frau Heidi Fröschl, die die Landjugend vertritt, die hier mit im Boot ist, die hier seit Beginn an mitarbeitet. Zu meiner Rechten der Herr Kommerzialrat Ernst Grillenberger, Initiator und letztendlich auch Finanzier. Wird also ein ganz tolles Projekt. Der Eröffnungstermin steht fest mit 15. Juni, wo es ein ganz großes Fest geben wird. Ursprünglich habe ich eigentlich nur dran gedacht, die Mühle zu sanieren. Dann hat sich aber die ganze Sache so weit entwickelt, dass ich habe gesehen, es sind so viele alte Gegenstände da. Also was mache ich mit dem? Ja, ist die Idee geboren, ja, machen wir da einen Themenpark draus. Ich bin dann auf die Idee gekommen, die Landjugend mit einzubeziehen. Wir haben Gott sei Dank zugesagt und bin sehr froh. Du ziehst vorhin ganz stark alle mit und das ist einfach wirklich toll. Der Übertitel ist von diesem Themenpark Landleben Strudengau. Der zeigt einfach das Leben auf, wie es vor 50 bis 100 Jahren war auf dem Land, wie dort gelebt wurde, wie gearbeitet wurde. Die Landjugend hat sich sehr gefreut, wie der Herr Grillenberger zu uns gekommen ist und die Landjugend dazu eigentlich nominiert hat, dass wir da mithelfen dürfen. Uns kommt das natürlich von Seiten der landwirtschaftlichen Fachschule in St. Florian sehr entgegen, dass sie sich bereit erklären und die Beschilderung machen, das ist sehr viel Arbeit, das ist sehr viel Schriftarbeit. Der Grundgedanke für dem Ganzen ist eigentlich der, dass ich mir vorstelle, dass das wirklich für die Jugend, wenn's das mit einer gewissen Aufmerksamkeit durchgängen, diese Ausstellung oder diesen Themenpark vielleicht doch ein bisschen zum Nachdenken stimmt. Da merkt man eigentlich wieder, wenn man da durch die Gebäude geht, wie das früher war. Also die haben wirklich die Arbeiten, was man jetzt innerhalb von ein paar Stunden erledigen, die sind Tage oder ja, Wochen drauf hängt. Und das ist eigentlich im Vergleich, was man heute hat und was früher war, das ist einfach 101. Und man kann sich als junger Mensch schwer vorstellen. Ja, man versteht halt dann auch die Redereien von den Großeltern und zum Teil auch von den Eltern weit besser, wie uns immer erzählen, wie das früher so hergestellt worden ist. Das bäuerliche Handwerk, Schuster, Sattler, Weberei, Spinnerei, Milch- und Butterverarbeitung, natürlich auch die Hausbräuche, das Mostmachen, das Schnapsbrennen. Es wird ein großer Dreschkosten auch aufgestellt. Wahrscheinlich. Genau da. Ist der Herr Grillenberger noch am Besorgen. Der ist nicht vorhanden, aber da wird es vielleicht einen geben, einen original großen Dreschkasten und so weiter. Also wir sind die höhere Land- und Forstwirtschaftliche Schule in St. Florian und schließen mit noch 5 Jahren mit Matura ab und haben einen eigenen Ausbildungsschwerpunkt für Projekt- und Regionalmanagement. Durch diese konkreten Vorgaben des Projektes mit dem Themenpark auch schon, also sehr, eignet sich sehr gut für unsere Schüler, das als Übungsobjekt zu machen und da das Projektmanagement zu erlernen, das Handwerkzeug, das Projektmanagement. Und zum anderen ist es natürlich auch ein landwirtschaftliches Thema und wir haben natürlich sehr viele Schülerinnen und Schüler aus dem landwirtschaftlichen Bereich und auch dieses Wissen und die Techniken, Fähigkeiten von früher
zu erhalten und das weiter zu vermitteln an die jungen Leute, das ist schon ein Thema. Ich bemerke jetzt, dass es einfach auch für die Schüler leichter ist, an einem Thema zu arbeiten, das sie interessiert. Und dass auch wir die Schüler leichter motivieren können, wenn da wirklich eine Region Interesse hat, dass das Projekt auch etwas wird. Also dass man auch wirklich sagt, ja, wir brauchen euch. Fällt für uns enorme Motivationsarbeit weg und ich glaube, es ist auch so leichter, eben Werkzeuge des Projektmanagements zu erlernen.